Basis laufen, kommt er ja nach kleiner Ort. Ich komme jetzt hier erstmal hoch. Bin bei den Zelten am Ausgang. Lauf über Wiese direkt auf die zu, ich sehe sie oben. Okay. Du siehst mich denn, wenn ich über die Wiese laufe schon? Ich bin rechts, links neben dir. Ah, wenigstens aufmerksam, aber schade, dass das ein Bugfehler war jetzt. Glitching-Fehler. Ich meine, wir können ja auch hier warten, aber. Kein Posi wechseln auf jeden Fall. Uns ein bisschen verteilen. Gegenüberliegende Seite und diese Seite und. Ich weiß nicht, ob das so die Erfüllung ist hier. Ich bin 50 Meter rechts von euch. Genau hinter der Tanne. Lass uns mal in die Richtung weiter. Welche? Hoch. Ja, genau, hier die Richtung. Ja. Hoch. Hey, wieso hoch? Da kommen wir auf den Weg. Ja, läuft jetzt hier mal. Jetzt geht der Kramer vor. Leute. Okay. Die so stratzen, ne? Ich stratze hoch nicht. Ist auch nicht sexy. Haben wir kein Plattenbank mehr, das uns schützt. Wer hat den roten Rucksack von euch aufgehabt? Ich, Yannick. Yannick. Ah, du fliegst gerade auch durch die Gegend wie ein Cyberman, sieht ja lustig aus. Ja, ich nicht, wer ist das? Ja, rechts neben mir, das fliegt auch. Ja, der wird bei mir zum Beispiel richtig angezeigt, also total lustig. Yannick fliegt. Also Happy ist jetzt bei mir auch wieder normal. Der einzige, der noch gleitet, ist Yannick. Nee, der erste ganz vorne, der fliegt bei mir auch. Wer ist das? Das ist Vanni, jetzt Vanni. Ganz vorne. Vanni ist happy die ganze Zeit gebückt. Also, aber wir gehen weiterhin, ne? Ja, Ressourcen sparen. Mann, aber letzten Endes sind wir so viele, wir haben genug Essen. Wir haben genug Trinken eigentlich von allen bei uns dabei. Bisschen powern können wir schon. Ich kann ja das normale Laufen machen. Ja. Also kein Sprinten. Also man muss das alles ganz wegbauen. Langsam oder nur so ein bisschen joggen? Das normale Laufen, also kein Sprinten. Okay. Du könntest aber mal aufhören, Hase zu spielen und ständig Haken zu schlagen. Kommandolauf. Bunny, schön geradeaus laufen wieder. So wie komm hier nach rechts. Ja. Du rennst weg von der Gruppe. Die opfert sich für uns, sehr schön. Ich sag gerade hier Hupe Hupe und ich sehe euch nicht mal mehr. Ach komm Leute, essen wir sie auf. Was soll das? Wo ist sie denn? Da. Vor dir. Vor euch. Alles gut. So, komm. Ich sag mal so, ich verspreche das meiner gesamten Gruppe, wenn ich sterben sollte, ihr dürft mein Fleisch essen. Lauf, Vanni, lauf! Ihr kriegt mein Loot. Nicht sprinten, lauf. Und ihr kriegt mein Fleisch. Nee, nicht so weit nach links. Was willst du so weit nach links? Das ist doch sowas von selbstlos. Ja, ich weiß. Das ist. In der Apokalypse muss man so sein. Mit dem Schmarotzer überleben. Also wenn ich sterbe, ihr dürft mich nicht essen. Ich dürft doch nicht mal mein Loot haben. Ja, dann musst du erstmal eine Patientenverfügung ausfüllen. Bloß nicht die Louboutins an, ey. Ich such dich als Geistheim. Ich dürft dich safe und mir dann wiedergeben. Wenn du tot bist, dann nehme ich dein Gear und du kriegst meins. Ohne Patientenverfügung geht dir gar nichts. Ja, ich sag nur Tofu, ey. Ja. Oh, da ist noch einer, da ist ein Kollege tot. Meins. Ja. Und da wundert er sich, ey, was hast du gegen mich live? Och, gar nichts. Rein gar nichts. Ja, nicht nur du, ich hatte ja auch nachher was gegen ihn. Ja, ich hab hier alles. Sag ich, wo ist mein Helm? Ja, den hab ich. Ja, hergeben. Nö. Geh her, sonst bist du tot. Ja, hier hast du den, was stellst du dich so an? Ja, was soll das, ne? Weißt du, Teamplay. Safe, ja. Clown, nein. Entspannt euch. Happy, ich bin so entspannt wie vorgestern, wo der Auna. Ja, wo dieser Assi ins Teamspeak kam und du voll freigedreht hast. Ich dachte, Alter, was ist denn jetzt los, ey? Ich hab den Psycho ja selten so ausflippen sehen. Ey, du Pöller, du Assi, verpiss dich aus dem Teamspeak, User Boss Bernd. Hey, wieso, was war da los? Ach, irgendwie so ein Hansel, der sich bei uns im Teamspeak eingeloggt hat mit dem Namen Owner und dann halt immer uns angeschrieben hat, so, wir sollen auf unsere Aussprache achten und wir sollen Schnauze halten und er wäre ja hier der TS-Besitzer, bla bla. Und dann habe ich ihn aus dem Channel gekickt, aus dem Server gekickt, kommt er wieder rauf, lust mich an, Fresse halten, sonst bann. Und da bin ich dann ein wenig. An die Decke gegangen, ja? Holla die Waldfee.
Und danach hat er einen Bann gekriegt. Aber ist das nicht euer Teamspeak? Wem gehört das? Ja, das gehört uns. Ja. Holger, ne? Ja, also er hostet und wir schmeißen immer das Geld in den Topf. Also mit dazu. Genau. Aber hast du gesehen, Zahlungstag war, ne? Was? Daisy Server, Zahlungstag. Ah, wir sind ja schon im September, ne? Ja. Jo. Oh Mann, danke, dass du das sagst. Ja. Live, hier schicke ich auch mal den Link, ne? Falls ja, bitte. Aber ich mach das anders. Hab ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass es schon September sind. Ach, du hast kein PayPal, ne? Ja, genau. Ich mach das direkt über Konto. An wen überweist du, an Happy, und Happy überweist für dich? Nee. Direkt an Chef. An wen? Direkt an den Chef. Damit das Geld nicht in dritte Hand fließt, weißt du. Ja, das Problem ist, dass der Link ist ja direkt, um den Server direkt zu bezahlen. Ja, ich weiß, aber er kann das ja dann darauf ziehen. Ne? Ja, dann musst du das mit Holly klären, der ist auf der anderen Seite. Der ist auf der anderen Tesla eigentlich drauf vorhin. Ist schon geklärt. Haben wir schon so abgemacht. Der spielt noch Arma 3. Hab auch seine Daten und alles. Ist okay für ihn. Ja, es gibt halt nur, ne? Das ist halt die einzige Verpflichtung, die das NSB-Emblem vom Namen verpflichtend ist. Deswegen trage ich es nicht. Happy, gar nicht mal schlecht. Ja. Die Namensrechte liegen sowieso an mir. Hat jemand das neue Logo bei Facebook gesehen? Ja. Ja. Facebook. Hat deine Tochter das gemacht? Wir holen. Ja, ich kann es nur noch ein bisschen überarbeiten und ändern. Du kannst es überarbeiten. Da ist ein Helicrash. Was? Oh. Wo? Ja. Links. Oh, wie die Geier. Warte, stopp, nicht hinrennen. Auf 11 Uhr. Ich gehe ins Gebüsch. Ich gehe hier auf 11 Uhr aufs Gebüsch. Genau, erstmal ein bisschen aufteilen, sondieren. Und bei dir ist das 1 Uhr, Kraber, aber auch egal. Guck mal, jetzt kommt das. Ich habe gesagt, ich gehe rechts ins Gebüsch an die Mauer. Achso, ich hatte Uhrzeit verstanden. Ja, ich hatte 11 Uhr gesagt und von mir aus ist auch 11 Uhr. Ruhig. Ja. Alles chico. Außer ich drehe mich jetzt direkt zum Heli, dann ist es 12. Boah, Papa, was machst du hier? Ich verraten. Wenn ich mich erschrocken hab. Geh weg mit deinen Spätzle. Ich hab doch gesagt, ich bin immer hinterher. Ihr seid immer so schnell. Ruhig? Nicht schnell. Gut, ich mach den Lockvogel, ich sprinte vorher, ja? Ey, lass mich, ich bin der Möbel. Ich nehm die Steyr, wenn er stirbt. Lass kannst doch mal sein Loot aufteilen. Kannst du haben. Genau, da wird ja schon Wetten abgeschlossen, ne? Ah, guck mal, da gleitet er schon vor. Also ich bin das Zimmer, schon, ne? Disco Queen. Der sieht so ein bisschen aus, als wird er magnetisch angezogen. Ja. Boing. Achtung, ich komme. So, ich gehe hinterher. Immer diese Ansagen. Ah, 3 Frames. Und wieder 30 Frames. Ich hab 18. Janik, ich komm zu dir. 60. 40. Ja, ich habe auf 30 gebremst. Aber ich habe auch kurz auf den Boden geguckt. FNX 45 Magazin. Oh ja, da komme ich auch auf 100. FV1 RDS Optik. Ja, das ist für die UMP. So. Ja, nimm die mit, ich hab ne Umpe. Life ist kurz weg, Pipi. Pipi? Alter, bau dir einen Katheter mit ein. Papa, nimm's mit, ich hab ne Umpe. Ich hab eingepackt. Sonst liegen hier nur Klamotten und ja, Money. Hier ist noch ein FV1. Moment, ich hab ne ruinierte Jacke. Ja, eventuell jemand getauscht, also. Warte mal, Hose. Hose hab ich, ist noch Justine oder Warn oder so. Pack die Hose mal ein. Scheiße, ich hab noch Platz. Aber eine Jacke wäre nice. Nee, ja, leider nicht. Am besten so eine Summer Hunting Jacket oder. Ach, das ist die Crash-Site, an der ich glaube ich auch schon mal war. Ich zieh mich wieder zurück in ein Gebüsch. Okay, ich auch. Also an die Weide. Ich lieg hinter der Mauer. Einer kriegt vor der Mauer. Ich würde so gerne mal Zielübungen machen. War nicht auf mich. Ja, auf mich oder was? Naja, wer hier so geil durch die Gegend schwebt.
Mein Loot ist doch sowieso schon aufgeteilt, also. Ja. Oh, Entschuldigung, oh. Friendly Fire, verdammt. So, dann leg mal her. Das RV1 hab ich. Bin oben im Gebüsch. Wo denn oben im Gebüsch? In der Verlängerung von der Crash-Zeit. So ungefähr 100 Meter entfernt. Wo bist du der denn? Der Mauer? Du bist in der Mauer. Nee. Ich hock an der Mauer. Du bist es, okay. Wo bist du? An der Mauer. Beim Happy. Mein Grave, aber auch egal. Nee, ich bin weiter die Mauer runter. Achso. Ja, da bin ich doch. Ich bin da jetzt angesprochen. Ja, da läufst du, ich seh dich. Du bist in der Hand, ne? Genau, genau. Ich komme mal rüber zur Mauer. Einer liegt hier auf der Wiese, das ist der Live. Hört so aus, als würdest du so ein Happy einen Fuß auf der Mauer stehen haben und das andere nicht. Ich bin gut, ne? Ich schweb so ein bisschen. Ich nicht muss weg, gerne mal los, ey. Nicht wegkrabbeln. Einkaufen. Leute, ich. Ja, kippen und noch irgendwas zu essen. Ich habe nämlich nichts mehr, Bude, außer Nudeln. Und Nudeln ohne nix ist irgendwie auch ein bisschen blöd. Gaub liegt. Jupp, hinter mir. Hingelegt? Liegt links neben mir. Boah, hab ich keinen Bock jetzt rauszugehen, ey. Das glaube ich. Siehst du das? Darf ich mir das Korb nehmen? Ja, das habe ich für dich mitgebracht. Achso, ich dachte, ihr habt ein Magazin. Nein, das Scope. RV1 Scope. Das wir rennen da unten über die Wiese, ich, ohne Rucksack. Ich logge mich jetzt hier aus. Freunde, macht's gut. Jo, hau reingehauen. Ja. Ich muss mal wissen, man. Ich schalte es. Warte, ich leg mal kurz die UMP dahin. Ja, das. Genau da. Wo ist die hin? Wer? Ja. Die UMP. Da, okay. Deine UMP jetzt weg, oder? Nee, die hab ich. So, Feuer frei, noch ist er da. Tak, 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 tak. Ich denke mal, ich glaube mir jetzt auch langsam aus. Ah, der Live läuft auch komplett aus, ne? Kann das? Nee, dann logge ich mich jetzt hier mit aus. Okay. Tschüss. Oh, wo hast du aus? So, bin wieder da. Wo seid ihr? Manni, bevor du rausgehst, sag mal deinen Nick, dass ich dich immer mit in die Liste raufnehmen kann. Also, ich bin dann weg, ciao. Ciao, Papa. Ja, von deinem Stream-Profil. Achso, Sarah, Vanessa. Ja, sehe ich hier gar nicht. Steht sonst bei mir in der Steam-Liste, in der Freundesliste mittlerweile auch drin. Und der Giftzwerg wahrscheinlich. Genau. Da ist die Giftzwerg. Ach, da unten. Ich bin jetzt bei der Crashy, wo seid ihr? Noch an der Steinmauer. Der Graber und der Psycho sind hier. Und die anderen beiden, also Vanni und Daddy, haben ausgelockt. So, zack. Okay. Ja, wenn die raus sind, wollen wir da unten mal in das Dorf rein? Jo, jo. Und dann muss ich auch gleich mal raus, weil sonst habe ich nichts zu essen morgen. Warte mal, heute ist Samstag, wir haben 21 Uhr. Wie lange haben denn die Geschäfte bald? Was wohnst du? Bis Mitternacht. Ehrlich jetzt? Ja. Bei mir, du kannst auch zum Hauptbahnhof, dann kannst du rund um die Uhr einkaufen. Jo, das geht auch. 24-7, ey. Aus welchem kleinen Dorf kommst du denn? München. Aus kleinen Dorf? Ich komme aus München. Ja, da sind die Uhren ja ein bisschen anders. Da haben sie noch christliche Feierabendzeiten, außer du gehst ins Türkenviertel. Die haben auch die ganze Nacht über aus. Ja. Ach, krass. Bin bei so einer Steinmauer. Unter die nur bis 20 Uhr. Ja, geh die Steinmauer runter den Berg in Richtung Abhang. Bin in den Graber. Ortsschild. Ja, ich renn rechts die Straße lang. Live ist schon beim Ortsschild, das heißt, er ist ein Stück weiter wahrscheinlich. Hier steht auch ein Truck mitten auf der Straße. Ja, wir kommen zum Ort. Kann man den Truck überprüfen auf Zündkerze und eine Batterie? Nee, hier ist kein Truck. Doch. Ich sehe euch, ich sehe euch. Ja, ich sehe dich auch. Links. Das, genau, das bin ich. Das ist der Truck mit den Personen drauf. Cool, könnten wir alle mitfahren. Hat der Batterie und Zündkerze? Probiert er gerade aus. Wo seht ihr denn hier einen Truck? Sprit ist leer. Batterie und Zündkerze hat er?